Es geht nämlich nach Paris, einer meiner Lieblingsstädte. Ein Parfümtraum. Und ich werde jetzt hier mal ein paar Düfte testen gehen. Also, es war erfolgreich bei Montal. Ich bin hier beim Eiffelturm. Hey, es ist gerade was mega Lustiges passiert. Wir standen gerade in der Schlange für die Louis Vuitton Boutique. Wir waren fast dran. Und dann ist da so ein Typ vorbeigekommen. Er ist, glaube ich, ein NBA-Spieler. Ein neuer Tag in Paris. Heute möchte ich in ein paar Parfümboutiquen gehen und in eine Nischenparfümerie, die ist relativ bekannt in Paris, Jovoy, falls dir das was sagt. Die ist jetzt gerade hier um die Ecke. Hier vorne rechts müsste es sein, Jovoy. Ich hoffe, die haben schon offen, weil ein paar Boutiquen haben noch zu. Und ich weiß nicht, ob wir filmen dürfen drin. Ich werde auf jeden Fall fragen, sonst mache ich halt ein paar Bilder, wenn sie nicht zuschauen. Ach, da ist er. Ist der offen? Ich bin hier gerade bei Clive Christian. Ich hoffe, man hört mich. Zum Testen kann man die Maske auch runternehmen. Mega düftig. Ich glaube, ich werde hier jetzt Stunden verbringen hier drin. Es gibt so viele geile Marken. Also wenn ihr in Paris seid, kommt auf jeden Fall hierher. Die lassen dich auch in Ruhe. Du kannst in Ruhe testen. Und ja, ich lege jetzt mal los. Ich bin jetzt hier gerade bei Vidian, also eine echt, echt geile Marke. Müsst ihr testen. Ich bin gerade geflasht. Meine Nase ist gerade überfordert, aber ich versuche jetzt hier irgendwie noch die letzten Duftnoten einzufangen. Mega. London, New York, Delma, mega. Anfast ist auch eine mega Marke. Ich bin gerade hier am Testen. Der hier hat Baccarat Rouge Vibes. Mega, nur irgendwie würziger und süßer. Ich habe das Gefühl, hier kommt noch Erdbeere raus oder so. Also der ist wow, der ist wirklich wow. Hier haben wir noch Fragrance du Bois, eine top, top Marke, die liebe ich. Immer eine Empfehlung. Also der hier ist auch Hammer. Der ist wirklich Pêche Cardinal von Medici. Mega Duft. Wenn du Pfirsich liebst, in Luxus. Wirklich. Okay, wir waren jetzt gerade drinnen. System Overload. Meine Nase, ich glaube, die hat jetzt echt heftige Parfüms abbekommen. Da sind so geile Düfte. Alle Marken, okay, nicht alle, aber fast alle Marken, die du irgendwie mal getestet haben musst, sind da drin. Ich werde auf Instagram ein paar Bilder, ein paar kleine Videos posten. Und wenn du in Paris bist, wenn du Parfüm magst,
geh da unbedingt rein. Es ist echt geil. Ja, und jetzt gehen wir in ein Café, weil ich muss mich jetzt hier erstmal erholen von diesem Dufterlebnis. Nächste Station ist hier mein eigenes Café. Angelina, extra für mich geöffnet. Und es dürfen auch nur Leute einen Kaffee trinken da drin, die Angelina heißen. Das heißt, du musst jetzt heute draußen bleiben. Nächster Stopp ist die Serge Lothar Boutique, das ist die hier. Und wenn ihr in Paris seid, ihr müsst hier rein. Die ist ziemlich dark und düster. Ich habe sie online schon gesehen, ich war noch nie hier drin. Ich gehe jetzt rein, ich weiß nicht, ob wir filmen dürfen. Ich werde auf jeden Fall mal nachfragen. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Flakons einfach in die Hand nehmen darf und sprühen darf, aber es sieht echt cool aus. Vor allem die Wendeltreppe. Nächster Stopp hier ist die Saint-Honoré. Ich würde dir empfehlen, auf diese Straße zu gehen, falls du ein bisschen shoppen möchtest, vor allem auch Parfüm. Hier gibt es verschiedene Luxusboutiquen. Weiter hinten fangen alle an. Die ist gegen Ende parallel zur Champs-Élysées. Und hier ist quasi der Anfang. Hier fängt es schon an mit Byredo, Le Labo. Ich glaube, später kommt noch Ex Nihilo. Es kommen ganz viele Parfümboutiquen. Und ja, ich nehme dich jetzt mal mit. Die nächste wichtige Adresse in Paris, wenn du ein Chanel-Fan bist oder wenn du generell in Fashion interessiert bist, das ist die Rue Cambon 31. Okay, ein bisschen laut hier. Das ist der erste Store von Coco Chanel. Soweit ich mich erinnern kann, hatte sie die Nummer 21 als erstes, das war ihr Hutgeschäft, und hat dann danach die Nummer 31 gemietet oder sogar gekauft. Also das ist quasi der Chanel-Store in Paris. Und drinnen ist auch die Treppe mit diesen Spiegeln, die kennst du vielleicht. Sie saß früher hier drinnen und hat sich die Modenschauen angeschaut. Früher waren die Modenschauen hier drin. Und da gibt es ein ganz berühmtes Bild, da sitzt Coco Chanel auf der Treppe und schaut sich alles an. Ich durfte jetzt sogar reingehen zu der Treppe, zu dieser gespiegelten Treppe, bei der Coco Chanel saß. Ich bin gerade echt baff und es war so ein bestimmtes Gefühl da drin. Irgendwie so, ich weiß nicht, ich glaube, ihr Geist schwirrt da noch rum und schaut sich noch die ganzen Kollektionen von Karl Lagerfeld oder seiner Nachfolgerin an. Also ich bin gerade echt begeistert. Werde ich euch alles einblenden oder ihr habt es vielleicht schon gesehen. Immer noch in der Rue Cambon. Hier gibt es auch Parfüm de Mali, eine Boutique. Dann gibt es hier Memo und vorne noch Kilian. Also sehr interessant. Du musst hier vorbeilaufen, einfach um dir das Ganze anzuschauen. So, nächste Station ist hier eine Ecke in Paris, die ist wunderschön. Und falls ich mal nach Paris ziehen sollte, dann möchte ich in eine dieser Wohnungen. Ich glaube in die hier. Warum? Weil... ich weiß nicht, seht ihr das schon hier auf dem Video? Da hinten ist der Eiffelturm. Es ist einfach wunderschön hier. Und ich könnte jetzt hier stundenlang sitzen und den Eiffelturm beobachten. Passiert zwar nicht viel, aber es ist wunderschön.
So, das hier ist die letzte Station hier in Paris. In 2 Stunden geht's bei uns schon nach Hause. Wir sind hier nämlich gerade beim Louvre. Falls du die Mona Lisa schon immer sehen wolltest, musst du da reingehen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mir einen Daumen nach oben da. Lass mir deine Gedanken in Form eines Kommentars da. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Eindrücke geben über Parfüms in Paris, über ein paar schöne Sehenswürdigkeiten oder einfach generell über ein paar schöne Ecken hier in Paris. Also es gibt echt schöne Ecken. Wir haben ein paar Bilder gemacht und die werde ich alle auf Instagram posten, vielleicht am Ende hier von diesem Video posten. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Du musst auf jeden Fall mal nach Paris kommen. Plus, nimm dir bequeme Schuhe mit. Wir sind ungefähr 40 Kilometer oder so gelaufen, ne? 40 Kilometer sind wir gelaufen, also bequemes Schuhwerk ist schon angesagt hier. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir gehen jetzt in 2 Stunden, fahren wir mit dem Zug heim, zurück nach Zürich. 4 Stunden dauert's und ich werde wahrscheinlich schlafen. Peace!